Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Taffington Bootshaus. Musst du ausprobieren, der Hammer. Und Sie freuen sich hier auch schon über Ihren Spielautomaten. Wofür haben wir denn jetzt die Punkte bekommen? Aha. Wieder gewonnen. Vielleicht hat da hinten der Versorger irgendwas erwischt. Einen Blutkäfer oder so etwas. Ja, was uns jetzt natürlich brennend interessiert. Ich kann einfach nicht verlieren. Wir haben in der letzten Folge ja so viele industrielle Wasseraufbereiter aufgebaut und sind eine Nacht schlafen gegangen. Und dann interessiert es uns natürlich, haben wir schon Wasser hier? Nein, haben wir leider noch nicht. Ja gut, man kann nicht alles haben. Warum? Das Brahmin bewegt sich. Na gut. Soll es sich bewegen? Und wir sollten doch weiter Richtung Kinderkrippe Greentop schon wieder. Da haben wir uns aber schon mal verrannt in der Gegend. Oh. Ja gut, weiter geht's. Wir wollen den Slog finden. Und die Finnschwarm besuchen. Nicht zwingenderweise in der Reihenfolge. Ja, nehmen wir hier die Tucker Memorial Bridge. Gucken mal, ob es da mittlerweile schon wieder Benzinkanister gibt. Ist der Pilz hier nachgewachsen? Ja, er ist. Oh, das dauert aber lange, bis so ein leuchtender Pilz nachwächst. Und irgendwie, aus irgendeinem Grunde, wir haben so oft hier Benzinkanister eingesammelt, wahrscheinlich deshalb. Es gibt keine Benzinkanister mehr hier, wie man sieht. Sie respawnen gar nicht mehr. Die Bombe nehmen wir mal mit, die provisorische. Da vorne steht wer? Freund oder Feind? Blutkäfer und Plünderer. Oh. Hey. Was? Oh, schon gut. Wir wollten nur den Blutkäfer da vorne erwischen. Verdammte fliegende Blutsauger! Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Genau, lass dir nichts gefallen, sag ich immer. Hast ihn entkommen lassen, was? Na, das ist jetzt aber auch nichts. Aha. Halt, halt, halt. Wir kriegen ihn. Da draußen ist was. Noch immer in einem Stück. Was war das? Nimmer wiedersehen. Ja, das klappt doch schon mal ganz gut jetzt. Meine Güte, was haben wir uns hier rumgequält? Auch an dieser Stelle haben wir uns ganz schön gequält. Ah, der Raider-Plünderer hat schöne Sachen für uns dagelassen. Das hat er aber gut gemacht. Tucker Memorial Bridge. Und wir gehen mal hier rüber. Dann werden wir aber doch wieder Richtung... Ja, da drüben ist County Crossing schon wieder. Nordhagen Beach und auch Leuchtturm, Kingsport Leuchtturm. Auch da wollen wir uns mal blicken lassen. Ja, das Wetter ist doch gut zum Spazierengehen.
Okay. County Crossing schon mal nicht. Da kommen wir schon mal nicht hin. Ach so, hier sind wir. Schön, wieder unterwegs zu sein. Hier draußen schneidet man sich weniger oft an Papier. Ja, ist nicht ganz so gefährlich hier, was? Nette Brahmina. Und, naja, hier ist nichts weiter. Oh, hier gab es doch Skorpione. Oh. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ach, wir haben da drüben bei dem Jäger doch die Kronkorken liegen gelassen, oder? Ja, so Knochen kann man doch auch immer gebrauchen für irgendetwas. Bekommt man da nicht auch sogar Säure raus? Also gut, dann gibt's da eben nichts zu holen. Oh, da drüben ist ein Albino-Rettich. Na, mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Die kann man nämlich nicht streicheln. Ja, gut. Der Albino-Rettich. Irgendwie kommt mir das schon wieder so vor, als wären wir hier in der Nähe von der Slock. Ja. Ich bin mir fast sicher, hier hinter dem Hügel befindet sich der Slock da unten. Ha. Falsch gelegen. Irgendwie. Doch, hier ist Osaurus Ironworks. Wir sind richtig. Doch, diesmal. Da, das hat gestimmt schon. Gar kein Problem. Saurus? Saugus heißt es, glaube ich. Wilde Terbern? Nein, richtige Terbern. Ich weiß nicht, ob wir bei Saugus Ironworks, ob wir da überhaupt mitmischen sollen. Wir gehen einfach mal zum Slock. Und ich hoffe, dass er gerade nicht angegriffen wird. Der Slock. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Wer schießt? Hey. Was war das? Na, gibt's noch jemanden, der hier schießt? Irgendwie sind wir immer noch in Gefahr, so ein wenig. Boah, die sind ziemlich fies, diese Geschmiedeten da unten. Ach,
Ach, sollen wir denn jetzt wirklich darauf gehen und die Kronkorken holen? Nein, das machen wir nicht. Der Slog, wir gucken mal, was bei dem Slog los ist. Oh, hier liegen aber auch viele Sachen auf dem Boden. Hey, sag einfach Bescheid. Na, schon gut, schon gut. Ja, wie schön ordentlich das hier immer reingestellt ist, alles für uns extra. Los, Piper, wir gucken uns mal das Lock an, ob es da irgendetwas gibt. Wir waren schon so lange nicht mehr da. Von daher bin ich ziemlich sicher schon, dass wir wenigstens ein paar Kronkorken von dort holen können. Wasser wird es wohl nicht so viel hier geben. Überhaupt kein Wasser sogar. Aber Kronkorken, 9500 Stück. Na, da freut sich aber doch das Sammlerherz. Super. Den Flammenwerfer lassen wir mal hier. Ach mein Gott, eigentlich können wir die ganzen Waffen, die wir jetzt gesammelt haben, hier lassen. Ach meine Güte, das, naja, ist egal, das legen wir jetzt auch da rein. Das Molotow-Cocktail ja nicht so gerne, aber wir werden ja hier auch nochmal groß bauen. Und wenn wir hier groß bauen, dann werden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Scheint wirklich was zu werden. Oh, so viele Terbeeren. Entschuldigung. Terbeeren. Ja, hier haben wir sie. Die Schüsse kommen, glaube ich, aus der Richtung Kinderkrippe Greentop müsste da hinten sein. Ja, leider ist hier eine Verkäuferin gestorben, ganz am Anfang schon, und wir wussten das gar nicht. Irgendwie haben wir das nicht so richtig realisiert. Sollen wir mal gucken, was da los ist? Ah, Vorsicht, das sind... Wer ist das denn da unten? Ein Arbeiter! Ja, ich bin verwirrt. Arbeiter gibt's auch. Ja, die muss es ja auch geben. Ja, hier die Ecke von der Slog da auf jeden Fall. Gab es schon immer Arbeiter. Oh, hier können wir aber schön was bauen auch. Das ist hier alles so schön eben. Der Boden ist so schön eben. Wofür war die Holzkiste nochmal? Für irgendetwas hatten wir die auch mal hier. Ist das die Erntekiste? Kann das sein? Na, außer Karotten ist die aber nicht viel drin bei euch. Naja, wir haben ja schon. Ach, die Karotten nehmen wir mal mit. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Auf zur Finch Farm. Ich bin dafür, dass wir zur Finch Farm aufbrechen. Ja? Ja? Wollen wir hier Handel betreiben? Ich glaube doch wohl eher nicht. Oh, die haben gar nichts. Die haben keine vernünftigen Rüstungen. Die haben keine vernünftige Kleidung. Nein, 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 nein. Das dauert ewig, bis wir hier mal... Nein, 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 nein. Ich, nee, nee. Ja? Nein. Ach so. Einen gab es hier, glaube ich, doch noch. Einen besonderen Händler, mal sehen. Was? Schon gut.
Ja, wie geht's euch eigentlich? Haben wir sowieso ganz vergessen, hier zu gucken mal. Und seid ihr denn, sie ist zum Beispiel noch für geeignet vielleicht für Nuka World? Moment, Moment, Moment. Nicht weglaufen, bitte. Und sie läuft, da läuft sie schon. Da brauchen wir den adretten Gentleman. Wir brauchen Agathas Kleid. Und wir brauchen die Brille mit schwarzem Gestell, haben wir schon. Dann brauchen wir noch Hilfsmittel. Sind wir... Was fehlt uns denn? So viel fehlt uns gar nicht. Charisma haben wir 16. Mal gucken, was wir da noch rausbekommen, indem wir ein Bierchen trinken. Ein Bier. 17 Charisma. 18 sogar. Ja, sehr schön. Und was bekommen wir? Wir haben doch noch Bobrovs besten Schwarzgebrannten. Kann man das nicht kombinieren sogar mit dem Bier? Keine gute Idee. Nein, das geht leider nicht. Aber 18 Punkte Charisma sollten reichen. Runter damit. Hey, wie geht es dir? Um sie bewegen zu können. Und am liebsten nach Nuka World Red Rocket, wie schön. Hat's geklappt? Ich glaube, sie macht sich schon auf den Weg. Hier ist noch jemand. Ach so. Nochmal Nuka World Red Rocket wird wahrscheinlich doch, das klappt. Jawohl. Hin mit dir. Ach, den haben wir gesucht hier. Ja, läuft denn noch jemand hier rum ohne Beschäftigung? Ja, das soll jetzt auch reichen. Sprechen wir lieber hier nochmal mit dem... Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Okay. Das ist gar nicht der Siedler, den ich meinte. Ja, ruht euch erstmal auf, aus vor dem Weg. Das ist ja doch ein langer. Ja? Ja, ja, ja. Ach, da ist er. Wise Man, genau. Entschuldigung. Oh. Wir sind... Das darf sein. Wise Man ist ein großer Mann. Und ein klar, großer... ich schau's mir an. Großartig. Wise Man. Er hat immer noch eine brutale 44mm Pistole, die 25% mehr Schaden und Körperteilschaden, jedoch einen erhöhten Rückstoß hat. Also das eine verursacht sie, das andere hat sie. Ja, wollen wir denn hier? Ja, komm, ein bisschen was können wir einkaufen. Vor allem das schmutzige Wasser und die Teerbeeren. Oh, Whisky, sehr gut. Ja, das soll reichen. Vielen Dank. Wer ist da ins Wasser gesprungen gerade? Ich habe nämlich aus dem Augenwinkel etwas gesehen. Arbeiter. Was können wir denn mit dem Arbeiter machen? Eigentlich, der Arbeiter kann sich auch bewegen, aber nicht mehr nach Nuka World, oder? Nein. Ja, was mich hier interessiert, aber wir lassen das so mal rumlaufen. Man findet diese... Ah, man findet diesen Gesichtsschutz, findet man recht selten. Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Aber diese Chirurgenmaske findet man sehr selten und wir brauchen für jede Siedlung wenigstens eine. Aber die lassen wir ihr. Oder die passt schon zu ihr, finde ich. Kaum zu glauben, dass wir so lange geschlafen haben. Eine Stunde, Piper. Was hast denn du? Eine Stunde Schlaf war das nur. Ach, das wollten wir gar nicht. Wir wollten nur noch mal nachsehen und dann geht's doch gleich weiter. Aha. Das wirkt aber nicht lange hier, der Alkohol. Der wirkt ziemlich kurz sogar. Okay. Ach so, die bekommen wir jetzt nicht nach. Ja, ich weiß schon. Nach Nuka World nicht mehr.
Wir wollten ja sowieso noch zum Kingsport-Leuchtturm. Dann schicken wir sie mal dorthin. Auf dass wir sie hoffentlich dort dann auch wiederfinden. Und sie von dort aus dann hoffentlich doch nochmal nach Nuka World Red Rocket schicken können. Ja, dann gehen wir mal außen rum. Oh, wir sind gar nicht richtig angezogen, sehe ich gerade. Und auf der Finch Farm, da werden wir dann hoffentlich einen Arzt finden oder eine Ärztin, die uns dann versorgt. Oha. Naja, okay, der Anblick gefällt mir zwar schon, aber bevor irgendjemand wieder was sagt, ja, laufen wir lieber so. Bekleidet herum hier, umher, herum, ja. Oh, die Finch-Farm, da waren wir auch lange nicht mehr. Na, ich dachte, die Finch-Farm wäre schon wieder angegriffen worden. Ich habe immer so einen Hunger. Na, das tut mir leid. Sie ist aber auch nicht zugewiesen hier. Das können wir aber sofort mal ändern. Danke für die Dusche. Dekontaminierungsdusche, vielen Dank. Na, hier gab's doch noch. Ja! Okay. Hier gab's noch einiges. Was ist da gerade passiert? Jede Siedlung haben wir angefangen und ja, was soll ich sagen? Ist das schon ein Running Gag mittlerweile geworden? Uns haben die Materialien gefehlt. Deswegen haben wir immer aufgehört zu bauen, leider. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Und das finde ich super, dass du das sagst. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Ja, was haben wir eigentlich? Ich glaube, wir sind leicht lethargisch. Mir tut alles weh, Doc. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Okay. Wir vertrauen dir mal. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Oh, nein, danke. Nein. Wir sind fertig. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay, okay, okay. Ja. Ich bin sicher, du hast auch nichts zu tun. Ganz genau. Ja, was haben wir denn für dich? Hier ist alles ist schon... Nanu, alles ist schon belegt. Alles, alles. Möchte er vielleicht als Wache sich nützlich machen? Oh, hier ist auch noch einer. Das sind noch zwei. Ach. Die Wachposten sind alle schon besetzt. Ja. Industrielle Wasseraufbereiter. Das ist auch so sehr, sehr schade. Hier könnte man so viel machen, wenn man ein bisschen weiter in das Wasser hineinbauen könnte. Aber nein, leider nicht. Ja, okay, dann ist er eben... Er hat keine Arbeit. Wir haben keine Arbeit für ihn. Ja, aber hier werden wir ja nochmal auftauchen. Gucken wir erstmal... Ach so, haben wir schon wahrscheinlich. Hier reingeguckt, ob wir hier aufbereitetes Wasser haben.
Mutterbeeren haben sie aber fleißig geerntet hier und Karotten, naja, halbwegs fleißig schon. Kronkorken 7680, sehr schön für uns. Wow, du schwankst ein wenig. Gibt es nichts, was du wegwerfen könntest? Ein schmuddeliger Schlafsack. Hey. Hey, Moment mal. Was ist das denn? Hast du mit Cassie Dalton gesprochen? Ein Jammer, das mit ihrer Familie. Ja, was ist das denn? Wo kommt er denn? Können wir ein paar Sachen tauschen? Der Versorger hat sich die Power-Rüstung geschnappt. Und er hat so viel Wasser dabei. Die Wim-Power-Rüstung. Ja. Das ist auch mal was Neues. Interessant. Das möchte ich jetzt aber mal wissen. Ist denn die Versorgungsroute von der... Das ist doch nicht richtig. Die Versorgungsroute von hier, das ist... Der dürfte hier gar nicht sein. Da. Denn die Versorgungsroute zur Insel, das müsste hier vom Landhaus an der Küste ausgehen. Nein, es geht von hier aus. Aha, ja, dann verstehe ich. Okay. Aber trotzdem hat er sich, meine ich, die Powerrüstung geschnappt. Und den Helm hat er schon verloren. Oh nein. Wir haben ein Glück. Die Powerrüstung haben wir extra da hinten stehen lassen. Und den Fusionskern nehmen wir doch immer... Prinzipiell nehmen wir den doch immer raus. Oh, die hat sich einer geschnappt. Bei einem Kampf. Das ist irgendwas. Bei einem Angriff auf das Besucherzentrum. Hat sich irgendeiner... Einer der Wachen oder Farmer oder was, ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat sich auf jeden Fall die Powerrüstung da schnell geholt. Weg. Und jetzt... Kann nicht anders sein. Und jetzt hat der Versorger sie eben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, trinken. Du hast ja so recht. Trinken und essen wollten wir. Wie viele Brahmine haben wir denn hier? Eins? Ja, da können wir aber noch eins fangen. Was? Was? Ach so, drei. Ja, okay, schon gut. Mehr als drei, vielen Dank nochmal für den Tipp. Brauchen wir nicht. Sozialschmarotzer, du hattest das mal geschrieben. Drei Brahmine reichen pro Siedlung. Wenn wir es auf Dünger abgesehen haben. Nordhagen Beach ist nicht mehr fern. Aber wir gehen hier mal ordentlich schlafen. Das ist immer ein Lärm in unseren Siedlungen. Na, wir werden schon in Zukunft, wir werden uns da was einfallen lassen. Damit es etwas ruhiger wird, wenn wir da sind. Die ganzen Geschütztürme werden wir schön hoch irgendwo anbringen, da wo sie uns lärmtechnisch nicht mehr stören. Wir werden das schon ausloten, wie weit entfernt sie vom Boden sein müssen, damit sie uns nicht mehr stören. Was für ein traumhafter Abend. Ach, jetzt haben wir Parasiten. Naja, Finchschwarm. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Und das wäre so super. Wir leiden unter Parasiten. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Alles kribbelt und krabbelt. Ich bin ziemlich mitgenommen. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja, das muss gerichtet werden. Fangen wir an. Yippie, Parasiten. Oh, jetzt werden wir sie los. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, danke, das war's. Wir sind fertig, keine Beschwerden. Hab sonst keine Beschwerden. Dann ab mit dir. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja, ich verstehe. Oh, Moment mal, was hat denn... Na, egal. Ja, obwohl ganz egal ist es ja auch nicht. Ja, komm. Wo ist denn die Klinik? Aha. Ah, genau. Ja,
Kleidung. Suchst du was zum Anziehen? Richtig. Klar, ich schau's mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Die Kochmütze, den Laborkittel. Sehr schön. Und die Armeeuniform auch. Super. Ja, ein sauberes blaues Kleid finden wir hier auch noch. Und ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat. Wir haben wieder keine Postbotenuniform. Das ist ja ein Ding. Wurden die rausgenommen bei den Händlern? Gibt's die jetzt gar nicht mehr? Sind die wirklich so selten? Kaum zu glauben. Ja, ich würde ja sehr gerne hier noch einiges verkaufen. Können wir sogar ein bisschen was? Aufbereitetes Wasser. Wir bekommen ja gar nichts dafür. Wir haben ja charismatechnisch sind wir ja ganz schön am Ende, wie mir scheint. Ja, wie kommt denn das? Charisma 10. Hungrig sind wir. Okay. Deswegen hatten wir auch die Parasiten. Habt ihr hier oben irgendwas zum Kochen? Ja. Ach, das gibt's doch nicht. Ihr braucht doch irgendwas. Moment, wir bauen euch jetzt... Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Nee, schon gut, schon gut. Wir bauen euch jetzt irgendetwas hier in die Ecke. Ja, wir haben schon gute Sachen in die Ecke gebaut, aber hier könnte man doch wunderbar noch eine Kochnische hinbasteln. Ja, dann brauchen wir doch nicht immer nach unten zu laufen. Das ist doch... Na, das passt doch hier ganz gut. Ich sage, das passt. Das nenne ich mal geballte Feuerkraft. Also ich bin halbtaub jetzt. Na gut, Tinnitus habe ich noch nicht, dieses Piepen. Immer, wow. Ja, aber die Finch-Farm, die sollte sich aber richtig gut, sollte sie sich verteidigen können. Na, das war ja jetzt mal was. Ah, sie haben aber kein Wasser. Kein Wasser, kein aufbereitetes Wasser. Ja, was machen wir denn da? Das werden sie auch so schnell nicht bekommen. Hey, wie geht es dir? Hey, danke, gut. Und dir? Ja. Ich möchte, darf ich mal durch? Jetzt seid ihr alle in der Ecke, was? Ich würde jetzt gerne wissen, was hat sie da vor dem Mund? Willst du was kaufen? Das passt ja zu dem blauen Kleid. Irgendwie, ja, tauschen. Ich will nur ein bisschen handeln. Och, weg ist sie. Ja, etwas schüchtern. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, das ist doch mit Jangles dem Mondaffen drauf. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Wie heißt das? Jangles Halstuch? Ja, also, ich glaube es gerade nicht. Das kommt mir so neu vor. Ich habe das noch nie vorher gesehen, glaube ich. Das würde zum blauen, sauberen blauen Kleid gut passen, aber auch... das wird gut zu Jangles passen. Ja gut, sie hat es jetzt einmal und Moment, haben wir denn für sie? Sie ist doch Händlerin. Und ich glaube, sie ist sogar die Händlerin. Das Tuch lassen wir ihr, aber ich habe so eins vorher noch nie gesehen. Ich glaube, es werden ab und zu doch noch neue Sachen hier hinzugefügt. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt erst so etwas finden. Mal sehen, sauberes blaues Kleid, das bräuchte sie, denke ich. Und naja, gut, es passt nicht wirklich dazu, aber so farblich doch schon. Und wir lassen ihr das Tuch, weil irgendwie finde ich das interessant. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Jangles, der Mondaffe, wie schön. Wo haben wir denn gerade, mit wem haben wir denn gerade gehandelt? Ach so. Naja, sie sollte noch eine Uniform bekommen, aber... Wer war denn hier? Ach so, rotes Kleid suchen wir. Aha. Ja. Entschuldigung, nur zu. Die Kleidung kannst du dir anziehen. Oh nein.
Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht richtig um unser Charisma-Problem gekümmert, oder? Charisma 11. Wir bräuchten aber Charisma 12 wenigstens, damit wir hier die vollen Preise erzielen. Da ziehen wir uns den adretten Gentleman nochmal an. Jetzt aber. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Ja, die Kronkorken. Klar. Ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Größentechnisch passen die perfekt zu unserer Kronkorkentasche. Okay, Gammler-Outfit. Ach, da haben wir genug. Kurzzeug, Lederharnisch, Metallrüstung und Raider, die ganzen Raider-Sachen hier. Sehr schön. Dann ist bestimmt das Tarnmusterhalstuch auch neu. Das kam mir nämlich auch so unbekannt vor. Okay. Gucken wir nochmal von oben, was wir hier so Schönes verkaufen können. Achso, wie war das mit dem Wasser? Ja, 16 Kronkorken bekommen wir jetzt dafür. Cram, weg damit. Fancy Lads Kuchen, auch das können wir wegtun. Hundefutter in der Dose behalten wir. Und Insta-Püree. Mhm. War's das etwa schon? Ah, Salisbury Steak. Das kann auch weg. Und yum yum, russische Eier. Ich glaube, die waren auch mal ziemlich wertvoll. Irgendwas konnte man doch daraus auch machen. Zumindest findet man sie nicht so häufig. Also ist das doch auch schon mal nicht schlecht. Aber wir verkaufen sie. Wir brauchen sie nicht. All das ganze Zeug, was uns radioaktiv strahlen lässt. Nein, das wollen wir nicht. So, hier sollten doch genau Schrotpatrönchen sind noch da. Fusionszellen. Ach, könnten wir verkaufen, aber das bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Ich dachte, so ein paar 38er Patronen wären noch da, aber naja, gut. Ach, ist schon alles gut. Hauen wir hier lieber ab. Waren wir schlafen? Ja. Ja, na dann. Ja, ich habe nur gefragt, ob wir... Ich wollte nur wissen, waren wir... Jetzt bin ich mir nicht sicher. Müssen wir wirklich schon aufstehen? Und dabei ist mir noch etwas... Ach, jetzt leiden wir unter Ermüdung? Nein, das glaube ich doch nicht. Dabei ist mir aufgefallen, hier die Hände auf der Finch Farm, die sind ja dann doch sehr viel früher schon an ihren Ständen und verkaufen dort. Wir holen uns noch die... Oh, wir setzen erstmal unseren schnellen Oswald-Zylinder wieder auf. Oswalds Zylinder. Ich finde, der ist auch ganz nett. Der Dreispitz des Kapitäns war auch gut. Hier müsste doch Mr. Gatzi irgendwo rumliegen. Der Rest davon. Oh, den hat's total zerlegt. Ich glaube, da ist nichts mehr übrig geblieben von. Oder jemand anders hat ihn sich schon geschnappt. Tja, aber die Feuerkraft ist ja wohl nicht schlecht hier auf der Finch-Farm. Ja, aber seltsam. Auf der, wie heißt das hier, bei der Abernathy-Farm ist die Feuerkraft auch mittlerweile ziemlich gut. Dennoch werden die bei den Angriffen regelmäßig zerstört. Zerstört. Zumindest geht da irgendwas kaputt. Hier hat man ja gesehen, das ging hier ganz schön ab. Was ist das da drüben? Ach was, diese Insel dort, das kann doch nicht Spectacle Island sein, oder? Nein, das ist irgendetwas anderes. Northagen Beach, da könnte das die Ecke schon sein. Ach, das ist Gutshaus Group da. Okay. Jetzt haben wir gar keinen Schrott und Holz hier gekauft. Wenn wir schon mal da sind. Oh, der Mr. Gatzi ist ja auch weg. Als ob das was damit zu tun hätte. Es war mir dort zu laut, deswegen wollte ich da erstmal weg, schnell.
Also Mr. Gatsy hat die Nacht nicht überlebt. Disteln. Die findet man auch nicht überall. Ja? Ja? Was? Ja? Ach so, Whisky? Möchtest du einen Drink haben? Handeln wir. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Oh, das kostenlose Meyerlock-Ei. Das hätten wir schon mal ganz gerne. Das schmutzige Wasser, die Teerbeere. Und kein Whisky. Lebst du unter all dem Zeug noch? Was? Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Aber davon gehe ich doch aus, meine Gutste. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Am liebsten die Kronkorken gleich hinterher. Aber erstmal soll auch der Schrott reichen. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Was? Daniel! Schlimmer als die Raider sind nur noch diese geschmiedeten Fanatiker. Ich habe einige Waren zu verkaufen. Schau sie dir mal an. Ja. Daniel! Ich habe einige Vorräte zu verkaufen. Was wir aber nicht brauchen, ist noch mehr Schrott. Davon haben wir schon genug. Dann handeln wir. Sicher. Oh, ja, Dünger natürlich. Ja, ja, ja. Okay, Beton immerhin. Und wo ist Abraham Finch? Haben wir da gerade irgendwo gesehen? Ich will nur ein bisschen handeln. Was? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ah, er verkauft nichts. Na gut. Nein, nein. Nein, nein. Ja? Ja, einer läuft hier noch rum. Da würde mich jetzt schon interessieren, aber ich weiß auch nicht mehr. Ja? Na, wo könnte der denn sein? Moment mal. Ist das ein neues Gesicht? Darüber freue ich mich natürlich auch immer, über neue Gesichter. Was? Hey, wie geht es dir? Ja? Also Daniel Finch hat mir einfach Jake Finch. Damit mir meine Familie wieder vertraut. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Nein, er hat auch nichts für uns. Jake Soloband. Ah, das haben wir aber mit Sicherheit schon gelesen, gehört. Okay, nichts wie weg von hier. Was? Nö, schon gut. Wir wollten nur hier vorbei. Bei den Supermutanten hier vorne vorbei. Wir sind hier nicht allein, Bruce. Wow! Gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Aber das gerade...
So, die helfen mir alle mit. Nicht schlecht, diese Supermutanten, Kriegsherren. Wir tun uns mal lieber vom Acker hier, denn wir haben aus Versehen einen Siedler getroffen. Ach so, du. Hallo Meister. Ach, hier sind wir schon. Tja, auch nicht schlecht, dass die einen hier so verfolgen. Ja, zur Finch Farm gehen wir lieber erstmal nicht. Die sind leicht sauer. Ja, das sind diese explodierenden Geschosse, die wir da im Gewehr haben. Und wir haben auf den Hund geschossen vorhin und da waren uns die Siedler etwas zu nah. Oh, die haben leider ordentlich was abbekommen. Ganz schön was los hier, hä? Da krabbelt doch was bei uns in der Nähe immer. Oh, tut mir leid. Oh nein. Oh, Piper. Ganz schön was los hier. Ah ja, das gute Gift. Oh, Piper, wir müssen hier schnell abhauen. Ich könnte den... Die wollen hier einfach nur reden. Obwohl ich ganz gerne dieses legendäre Teil von dem Supermutanten noch hätte, aber... Oh nein! Oh nein! Daniel Finch ist tot! Oh nein! Was haben wir getan? Oh mein Gott. Daniel Finch ist gestorben. Wir machen alles besser.
Wir reisen zurück. Eine Reise in die Vergangenheit, ja. Ausnahmsweise. Und dann machen wir alles besser. Wir werden uns diesmal nicht anlegen mit dem... Was rennt er da auch rum? Wir waren es wahrscheinlich sogar. Wieder die explodierenden Geschosse von uns. Bis jetzt, glaube ich, haben wir selber die Siedler immer umgebracht. Vielleicht sterben die Siedler jetzt wegen dieser Raider-Geschichte. Es tut mir leid. Kleine Zeitreise. Gar nicht weiter tragisch. Nichts ist passiert. Alle leben noch. Wir hauen hier ganz schnell ab. Setzen unseren Zylinder noch auf. Und das ist mir jetzt aber äußerst unangenehm. Ja, sonst machen wir sowas ja nicht. Was passiert ist, ist passiert. Aber das wird uns, das tut uns leid, Daniel Finch. Ich glaube, bei Conny Abernathy hätten wir auch so gehandelt. Das geht ja nicht. So, also lassen wir die Supermutanten mal, auch wenn sie da gerade wie in einer Reihe so stehen. So schön in einer Reihe. Ach, den können wir aber. Okay, die Meyerlurk-Todesklaue, hier haben wir sie. Ah, ja. Deinen Händen eh besser aufgehoben. Wo hast du die Fliege gelassen? Ja, da müssen wir aber in Zukunft aufpassen. Ich denke mal, durch den Nuka World. Ja, durch den Nuka World DLC können jetzt Siedler sterben. Vielleicht. Ich bin mir sicher, vorher haben die sich nur kurz hingesetzt. Ich meine, ich find's gut. Ja, nicht, dass sie sterben, sondern dass man jetzt ein bisschen mehr aufpassen muss. Finde ich nur fair, nur vernünftig. Ja, das war gerade der Meyerlurk, eine Todesklaue. Und wir hatten sonst doch meistens Messerklauen, oder? Meyerlurk Messerklauen oder normale Meyerlurk so. Na, haben die Raider hier schon wieder angefangen? Ihre Rennen, ihre verrückten Rennen zu veranstalten? Also irgendetwas ist hier los. Ah, wir wollen uns nicht ablenken lassen. Wir wollen doch auch wieder zurück nach Nuka World. Wir müssen, glaube ich, hier rüber, über die Brücke. Oh, die Finch Farm. Ach Quatsch. Nordhagen Beach. Ja, aber das war doch mal wirklich ein Erlebnis. Oh, wir hören schon das Meer. Die Wellen des Meeres. Hier kommt man rein. Na, wie geht's euch denn hier überhaupt erstmal? 80. Euch geht's doch relativ gut hier. Wasser, Wasser, Wasser. Ich sehe schon. Ein ganzer Strand voller industrieller Wasseraufbereiter. Ja. Ja, ja. Das Einzige, was stört, ist schon wieder dieser grüne Streifen dort. Kann er nicht weiter weg sein? Vielleicht bekommen wir zwei Stück hier. Ah, oh, wir bekommen einige hier hin.
Doch, doch. Wir bauen die so weit raus, wie es geht jetzt. Was können wir? 200? Ach so, das sind die kleinen. Hiervon schaffen wir nur 5. Ah. Und ich weiß nicht, ob die kleinen nicht vielleicht sogar besser sind, wenn wir davon so viele bauen können. Und platztechnisch würden wir mit Sicherheit auch noch mehr hier hinbekommen von den kleinen. Ja, platztechnisch passen bestimmt mehr hier hin als von den großen. Aber viermal mehr, das glaube ich auch nicht. Wenn wir das so bauen, dreireihig, ja, dreireihig, dann werden wir aber niemals zur Reparatur an die einen, an den mittleren herankommen. Ja, das wird schon ein bisschen schwierig dann. Ja, jetzt lassen wir es. Bauen wir lieber noch ein paar große auf. Was fehlt uns gleich? 3 Stück können wir noch. Ach, Schrauben fehlen. Na gut. Da geht schon los. Wie sollen wir jetzt die hinteren mit den vorderen verbinden? Das geht doch gar nicht. Mit dem mittleren. Ja, also da bin ich mir zum Beispiel schon mal nicht so sicher, ob jetzt alle verbunden sind. Der da hinten zum Beispiel nicht. Was passiert ist, die Tochter so zu verlieren. Ach so. Mit eigenen Augen. Das ist einfach schrecklich. Ich bete, dass so etwas hier nie passieren wird. Och, jetzt haben wir keine Schrauben. Ha, ohne Schrauben. 10 Schrauben brauchen wir. Ohne Schrauben können wir auch keinen Fusionsgenerator aufbauen und das heißt, wir kommen gar nicht weiter. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Hallo. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ja, rate mal, was wir gefunden haben. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Aber bestimmt. Handeln wir. Na klar doch. Ja, jetzt rate doch mal. Nur rate doch schon. Oh, sauberes grünes Kleid. Tut mir leid, wir haben gar nichts gefunden. Oder? Moment mal. Haben wir ein sauberes blaues Kleid dabei? Ich glaube eher nicht. Ich glaube Wenn du Hilfe nicht. Kann ich mir dich mal an- Na, alles gut. Uns geht's gut. Uns geht es doch gut. Wir brauchen also einen Verkaufsstand hier. Und zwar einen der anderen Art. Grün. Grün ist das Kleid. Nur dann brauchen wir einen Rüstungsverkaufsstand. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir so einen hier überhaupt aufbauen sollen oder ob wir lieber einen der anderen Sorte aufbauen sollen, nämlich aus dem Vault-Tec Workshop. Wir bauen erstmal so einen hier auf. Das soll erstmal gut sein und dann soll natürlich sich jemand auch darum kümmern. Mal sehen, wer hier noch nichts zu tun hat. Ah, sie steht gerade so schön hier. Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder?
Hi. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Moment. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Gerade erst angefangen zu handeln und schon bekommen sie ein Northagen Beach, sauberes grünes Kleid, das gepanzert ist von uns. Wunderschön. Ja gut, dann darf ich mich also an dieser Stelle für euer Zusehen bedanken. Und für eure Kommentare und auch für eure Likes. Herzlichen Dank, Daumen hoch für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.